Boah, Leute, was für ein Gemetzel und was für ein Spiel, wie dieses Spiel auf Messers Schneide steht. Aber sowas von. So, wir haben nicht genügend Holz, um all unsere Leute dahin zu kriegen. Wir müssen jetzt Türme oder ein Wohnhaus einreißen, damit wir hier genügend Holz bekommen, damit wir dieses Sägewerk erstmal bauen können. Das muss jetzt als allererstes gebaut werden, sonst hier unten kommen jetzt plötzlich Leute an. Alter, jetzt fallen sie uns wieder aus allen Richtungen ein. Okay, geht da oben lieber hin. Du ziehst dich mal zurück, Kollege. Eieiei, meine Güte, ey. Also, es ist sehr haarig hier. Es ist alles sehr, sehr knapp. Aber es geht. Dadurch, dass die jetzt halt echt mit ihren Leuten so nach und nach nur reinrennen und nicht so einen riesen Angriff auf einmal fahren können, kommen wir halt echt gerade gut durch. Ich muss natürlich, was ich auch bedenken muss, ich muss hier unbedingt ein Lazarett bauen. Das brauchen wir auch. So, da kommen wieder Leute. Die sollten wir schnell ausschalten. Die Verwundeten nach hinten ziehen. Zumindest erstmal hier hinten in den Hintergrund. So, und dann, genau, dann weiter drauf da. Immer schön Auge auf alles haben. Okay, da kommt jetzt wieder eine relativ große Truppe an hier. Aber die schnetzeln auch ganz gut weg, tatsächlich. Okay. Alter, renn, 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 renn. Da geht das Geraschel los von den Bögen. So, den Bogenschützen haben wir mal kurz weggeholt. Und dann geht's weiter. Wir müssen halt erst dieses, wir müssen halt echt erst, brauchen auf jeden Fall zuerst diese, das Sägewerk. So, hier haben wir doch Leute. Guckt mal hier. Ja, wir kriegen tatsächlich. Rekrutierung läuft, ne? Wir haben halt jetzt keine Waffen mehr. Also zu diesem Zeitpunkt wird es jetzt vorerst unmöglich, weitere Leute zu rekrutieren. Das können wir jetzt erstmal vergessen. So. Aber vielleicht kommen wir ja noch durch. Ja, nee, der ist leider gestorben. Der ist auch gestorben. Ey, die Axtkämpfer mit ihrem Flächenschaden, die machen natürlich extrem Damage. Wie dieses Raschel, Raschel, Raschel hier von diesen Bögen einfach rumfliegt. Aber ich möchte echt fast meinen, das ist jetzt sogar. Wir haben jetzt sogar echt eine reelle Chance. Die haben jetzt nur noch doppelt so viele Einheiten wie wir. Also klar, wenn die jetzt nochmal mit allen Leuten, mit allem gleichzeitig angreifen, dann war es das für uns. Aber wenn sie es nicht tun und weiterhin wirklich so hier Stück für Stück nur ankommen, vor allem, die haben garantiert auch ziemlich viele Militärgebäude irgendwo rumstehen, wo halt dann irgendwie nochmal, also so große Türme, wo ja nochmal drei Leute jeweils drin sind, also insgesamt sechs. Dann nochmal irgendwie eine Burg vielleicht, wo auch nochmal ein paar Leute drin sind. Und die Leute greifen ja gar nicht an, die zählen aber natürlich zur Militärstatistik dazu. Das heißt, wahrscheinlich, also nicht nur wahrscheinlich, sondern auf jeden Fall haben die nicht mal doppelt so viele Leute wie wir. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir gewinnen das. Und zwar nur, weil die uns angegriffen haben und weil wir es verkackt haben, diesen Turm abzureißen. Ich hätte vielleicht tatsächlich den Turm hier oben einfach. Der Turm hier oben hätte fallen sollen. Oder irgendein anderer Turm. Das wäre schlau gewesen. Das wäre ein smarter Move von mir gewesen. Habe ich nicht gemacht. Okay, Sägewerk ist fertig. Sehr gut. Wir brauchen irgendwo eine neue Holzwirtschaft. Bauen wir hier unten halt. Bauen wir hier unten noch ein bisschen neue Holzwirtschaft auf. So. Ist ja egal wo. Gut. Das läuft. Was fehlt uns noch? Wir haben eine Mühle. Wir brauchen jetzt die Waffenschmieden erstmal. Die wären jetzt tatsächlich gerade ein bisschen wichtiger. Davon nehme ich jetzt auch gerne drei.
Davon nehme ich jetzt auch gerne drei. So, aha. Was kommt hier? Jetzt kommen hier noch ein paar Hauptmänner an. Die warten jetzt schon. Jetzt sind sie nämlich schon an dem Zeitpunkt, dass sie nicht mehr genug Leute haben. Und jetzt sagen sie schon, okay, jetzt müssen wir uns schon erstmal sammeln, bevor wir hier den Angriff durchführen. 100 zu 199. Ich könnte jetzt natürlich einen Ausfall wagen. Und bei denen schon die ersten Sachen kaputt machen. Das wäre wahrscheinlich sogar gar nicht so blöd. Also der Move wäre wahrscheinlich echt gar nicht so doof. Einmal zu sagen, wir fallen bei denen mal ein und nehmen tatsächlich irgendein Türmchen von denen schon mal mit. Habe ich noch hier noch einen weiteren? Ja, ich habe hier noch einen Dieb. Wir müssen gucken, dass wir nicht plötzlich out of Siedler rennen. Das darf uns auch nicht passieren. Wir haben noch 120, das ist noch gut. Das war eine ganz gute Zahl. Oh, okay, da kommt nochmal ein ordentlicher Schwung an. Die sind nochmal, die wären nochmal ein Problem gerade. Zieht euch zurück, Leute. Oh, da hat auch nochmal Mana reingefeuert hier, ey. Ja, jetzt... Und so unsere Leute noch kreischend und schreiend im Kreis laufen lassen. Ja gut, die sind natürlich jetzt einfach gestorben. Aber gar nicht so viele. Haben tatsächlich nicht viele von uns getötet dadurch. Okay, Priester ist weg. Gut. Da unten kommt nochmal ein großer Schwung. Oh, okay, okay, okay. Na, erstmal auf die hier drauf. Die müssen wir als erstes weghauen. Und dann hier runter eilen, um die Leute hier zu vernichten. Die hier nochmal lang rennen. Okay. Ja, das kriegen die zwei das alleine hin? Weiß ich nicht. Warum rennen die zu dem Turm? Das will ich auch mal wissen. Das ist auch nicht Sinn der Sache, dass sie dahin rennen. Okay. Kommen meine Leute pünktlich hier? Sollten sie schaffen. Ja, das ist natürlich nicht gut. Sollten sie schaffen können. Das können wir, denke ich, abfangen hier, den Angriff. Und dann sind es noch mal weniger Leute. Ah, interessant, dass die trotzdem immer noch 195 Leute hier haben. So. Also, die wollen hier natürlich noch mal richtig Rambazamba machen. Haben auch noch mal ein paar starke Leute hier dabei. So, vor allem die Axtkämpfer natürlich. Aber es sind nicht viele Schwertkämpfer. Ja, sind ein paar Bogenschützen. Der Axtkämpfer macht natürlich Ärger. So, könnt ihr euch ein bisschen zurückziehen? Ja, okay, nee. Den müssen wir hier hinschicken, den Kollegen. Oh, und jetzt kommen hier oben Leute durch. Nee, das finde ich natürlich nicht gut. Das ist natürlich doof. Dadurch, dass ich jetzt hier unten aufpassen musste. Aber wir haben hier oben auch keinen einzigen Turm mehr, ne? Okay, gut. Das heißt, die können hier zumindest nichts einnehmen. Die können hier zwar ihre Leute verstärken, aber die können hier keinen Turm einnehmen. Das heißt, die werden, selbst wenn sie jetzt hier ihre Leute hinschicken, damit keinen Ärger bei uns machen können. Okay, das ist ja auch schon mal was. So, es fehlt eine Sense. Okay. Warum fehlt eine Sense? Wir müssten doch irgendwo jemanden, also noch einen Farmer haben. Okay, ich habe hier irgendwie die Türme aus Versehen besetzt. Das wollte ich auch nicht. Die können wir mal wieder abrüsten hier, die Türme. So, geht ihr mal mit hier zu, bitte. Und du gehst hier mit rüber. Das wird aber echt ein richtig krasser Kampf. Das wird ein richtig heftiger Fight hier noch. Hui. Halleluja. So, mit dem Gold, das hat irgendwie noch nicht so ganz funktioniert. Eine Goldförderung. So, die stehen jetzt bei dem Turm da irgendwo rum. Irgendwo im Nebel des Krieges. Wir kriegen jetzt unsere erste Waffenschmiede wieder hin. Eine Bäckerei haben wir erst. Brauchen wir natürlich noch eine zweite. So, wie sieht's aus?
187 immer noch. Also die rekrutieren ordentlich Truppen nach. Also die rekrutieren schon heftig. Ich will gar nicht wissen, was die hier... Ich meine, 337 haben wir schon umgenietet und die haben trotzdem immer noch um die 200. Klar, da kommen jetzt nicht mehr so viele Level 3er. Das sind jetzt alles nur noch Level 1er, die hier gerade irgendwie ankommen. Aber die machen natürlich auch ein bisschen Schaden. Nicht viel, aber ein bisschen. Gut, die töten jetzt keinen von uns. Also ich glaube, sobald da nur noch Level 1er ankommen, werden wir halt auch ohne großartige Verluste hier mal durchkommen können. So, Holz haben wir. Sehr gut. Ist zumindest nochmal ein Holzbrett angekommen. Ja, also wir sind mit Ressourcen relativ knapp dran jetzt. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir halt... Achso, wir können natürlich hier mal einen Steinflug hinballern. Da waren zumindest genug Steine. So. Haben wir da auf jeden Fall kein Problem. Oh, klar, ein paar Level 3er haben sie hier schon noch irgendwie. Okay. Level 3er Axtkämpfer und dann noch hier so ein paar Schwertkämpfer. Ja, gut. Level 2. Also ein paar Leute haben sie hier schon, die ein bisschen Gold kosten, aber... Mana macht mir tatsächlich mehr Sorgen, weil sie damit natürlich unsere Leute einfrieren. Zum Glück haben sie Thors Hammer nicht mehr anwenden können. Das ist schon mal ganz schön, da machen sie so ein Gebäude nicht kaputt. Wir haben verdammt viel Gold, möchte ich meinen. Ich glaube, Gold wird gerade nicht so unser Problem. Ah, geil. Jetzt kriegen wir Leute. Jetzt kriegen wir so langsam ein paar Leute ran. Kohleminen stehen wieder. Steinminen stehen bald wieder. Sie werden angegriffen. Immer noch. Schon wieder. Weiß ich nicht. Wo? Irgendwer findet keine Steine mehr. Der Kollege. Ach. Ja, was? Ja, komm. Reißen wir den ab. Ja, wir reißen den ab. Komm. Gut ist. Gut ist dann. Okay, ich glaube, den Kollegen... Ja, wobei, nee, der reißt das hier noch rum. Die reißen das Ruder hier schon noch irgendwie rum. So, ich würde jetzt eigentlich schon erstmal ganz gerne die Typen rausnehmen, die hier oben stehen. Damit wieder ein neuer Trupp einfach nachkommt. Aber ich weiß auch nicht, wie viele Leute ich da überhaupt reinschicken sollte jetzt. Zum Glück hatten wir so viele Waffen vorproduziert, ey. Oh Gott, ey. Meine Güte. Das ist... Also, es hätte nicht viel enger sein können bei diesem Kampf. Es hätte echt nicht viel enger sein können. Unsere ganze Verteidigungsanlage hier steht zwar noch, aber das ist... Puh, das ist halt wirklich ein enges Ding. 94 Leute haben wir. 94 Soldaten. Hatten wir nicht schon 100? Aber wieder irgendwen verloren anscheinend. Oh ja, und jetzt... Die werden jetzt alle geheilt. Oh, das tut gut. Ah, frische Leute, frische Soldaten. Da unten passiert gerade wieder irgendwas. Kommen die denn schon wieder her hier? Und wo wollen die schon wieder hin? Hier steht doch gar kein Turm mehr. Hm. Das gefällt mir nicht. Okay, also so ein Mini-Trupp, also an sich auch keine Bedrohung. die tun zum Glück nicht sonderlich weh. Aber hier kommt wieder ein Schwertkämpfer durch. Der wird da oben wieder das Türmchen ein bisschen verstärken. Das muss nicht unbedingt sein. So, wir haben uns hier jetzt ein bisschen entblößt. Da stehen wir jetzt sehr offen rum. Sehr offen rum. Geh du mal bitte da rein. Okay, Mist, der ist gestorben. Oh, wir haben noch einen Schwertkämpfer hier. Den muss ich aber nicht da unten haben. Ja, hier kommen jetzt tatsächlich ein paar Leute wieder rum. So, haben wir abgewehrt. War abgewehrt. Leute, es läuft. Es läuft doch. So, die schicken wir auch hier rüber, bis auf die Verwundeten natürlich, die Verwundeten bleiben schön hier.
Wir kriegen weitere Siedler dazu. So, und die Waffenproduktion läuft jetzt auch wieder an langsam. Ich glaube, ich kann sogar tatsächlich schon sagen, dass wir ein bisschen mehr auf Schwerter gehen. Ja, ein paar Blasrohre nehmen wir natürlich noch mit. Weil wir tatsächlich Bögen ganz gut haben. Und ich glaube, jetzt kommt es wirklich drauf an, ein paar Gebäude vom Feind einzunehmen. Da, was ist das hier? Wo wollen die hin? Wo wollt ihr hin? Ich sehe euch. Ich sehe euch. Wo wollen die denn hin? Sehe ich ganz genau hier, dass die hier sich auf irgendwas vorbereiten. Nehmen wir irgendwas vor. Dann sammeln wir uns erstmal hier. Vor allem, wo wollen die da hin? Hier ist doch nicht mal mehr irgendwas. Kein Turm mehr. Und sonst irgendwie auch nichts. Keine Ahnung, was sie da vorhaben. So, dann würde ich mal sagen, machen wir euch einfach mal kurz platt. Kein Problem. Priester. Priester ist ein bisschen übermütig. Okay. Priester war ein bisschen übermütig. Oh, Mist. Den konnte ich nicht mehr retten. Bisschen zu spät gesehen. Wieder einer verloren. Wieder einen verloren. So, und jetzt können wir wieder hierhin zurückgehen. Denn da werden jetzt wieder die nächsten Leute versuchen, den Turm zu verstärken. Denen gehen wir jetzt entgegen und snipen die weg. Und dann ist das auch wieder okay. Ah, und wir kriegen langsam wieder ein paar weitere Soldaten. Na, das ist doch schön. So, guckt mal hier. Die wollen doch direkt zu dem Türmchen. Okay. Also, ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, sage ich jetzt natürlich auch schon zum 10. Mal, dass wir das verteidigt kriegen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass die Wikinger so doof sind. Warte mal, hier ist noch jemand. Hier ist noch jemand sehr verwundet. Sehr stark verwundet. Ja, die Wikinger sind schon doof, ne? Irgendwie, wollen die mit dem Kopf durch die Wand. Die wollen da unbedingt ihren Turm verstärken. Die haben sich aber auch in der kurzen Zeit haben die schon wieder so viel nachrekrutiert. Also wir halten die so etwa auf einem Niveau. Aber viel mehr ist es dann halt auch nicht, ne? Das heißt, ich sollte jetzt mal mit so einem kleinen Stoßtrupp hier unten tatsächlich überlegen, einfach durchzurennen. Mit denen hier oben verteidigen wir alles. Die verteidigen hier alles, was durchkommt. Und unten werde ich dann mal angreifen. Und zwar einfach ganz entspannt, ohne irgendwelche Hintergedanken. Einfach nur, weil wir es können, greifen wir da an. Also die wollen aber auch echt hier, ne? Ist schon krass, dass sie so viele Leute überhaupt haben. Mein verwundeter Bogenschütze schafft es nicht, da irgendwie durchzukommen. Okay, hier. So, dann nochmal ein Schwertkämpfer. Und zack, weg ist er. Da ist noch ein Bogenschütze. Den habe ich gar nicht gesehen. Sollen wir es nochmal probieren hier? Oder sollen wir hier so einen kleinen Gegenangriff machen? Oder soll ich nochmal ein bisschen warten? Ich warte nochmal, bis wir ein paar mehr Schwertkämpfer haben. La 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 la. Was ist das denn hier? So viele Schwertkämpfer noch. Die Frage ist, diese ganzen Level 3er, die da noch manchmal mitschicken, sind das noch welche von ganz vom Anfang? So irgendwie so ein ganz alter Trupp oder rekrutieren die nach? Haben die Goldprobleme oder haben sie Gold im Überfluss, so wie ich auch? Geht bei denen eher irgendwann das Eisen aus? Wahrscheinlich geht irgendwann das Eisen bei denen aus. Komm, hier, wir haben jetzt noch... Ach nee, das lohnt nicht mehr. Das lohnt nicht mehr. Schade, ich wollte sagen, komm, wir haben noch eine Minute, aber nee, die Folge ist ja fast vorbei. Schade. Dann lohnt sich das nicht mehr. Aber wir haben soweit alles rumgerissen. Wir haben das Ruder rumgerissen. Wir haben unsere Waffenschmieden. Wir haben soweit die Wirtschaft auch wieder aufgestellt. Wir brauchen jetzt noch ein weiteres Wohnhaus. Wir müssen nochmal kurz hier gucken, dass wir den Typen hier wegsnacken und dann... Würde ich sagen, kann ich mich von euch verabschieden.
Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr das gefunden habt, wie wir das hier gemanagt haben. Guck mal, es sind tatsächlich nochmal ein paar Level 3 hier. Ob ihr das richtig cool fandet und ob ihr das überhaupt von mir erwartet habt, dass wir das so gut hinkriegen. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Also wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Die kann euch eigentlich nur gefallen haben. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hoffe jetzt, ich zögere das jetzt schon hier so lang hinaus, hier die Abmoderation, weil ich denke, irgendwann müssen doch mal die Leute hier aufhören, mir hinterher zu laufen. Aber ist nicht der Fall. Gut, jetzt ist es erstmal geschafft. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht es gut. Ciao.